Am Wochenende den Tabellenführer gestürzt und spielt mit einem Schlag wieder in der oberen Tabellenhälfte mit. Und damit das so bleibt, muss nachgelegt werden, schon am Sonnabend im Ostderby gegen Halle. Und Trainer Fascher, der soll dann richtig fesch aussehen. Am Rande der Pressekonferenz muss Trainer Fascher auf der Hut sein. Der NDR überreicht die passende Kameramütze. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Super Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Freue ich mich riesig drüber. Steht sie denn? Müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht, ob sie mir so steht. Keine Ahnung. Ich würde sagen, sieht top aus. Der Grund für das Mützengeschenk? Später. Zunächst noch mal zum 2:1-Sieg in Heidenheim. Mit diesem Hammer aus dem Hause Weiland. Das erste Spiel unter Fascher? Der erste Sieg unter Fascher. Und ein ganz, ganz leiser Torschütze. Ich hatte lange Gespräche mit dem Trainer auch und dass ich mein Ding durchziehen soll und den Abschluss suchen soll und Spaß haben soll. Spaß, der hoffentlich auch für die Hürde Halle herhält. Der Aufsteiger ist Tabellenachter und hat bislang in 9 Spielen nur 6 Tore kassiert. Ligaspitze. Das ist eine Mannschaft, die sehr rustikal ist. Rustikal meine ich, was die Zweikampfführung anbelangt, die lang schön hin auf dem Plattenteller. Und von daher erwarte ich morgen auch ein sehr, sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel. Das Spiel ist erst übermorgen, aber wichtig. Noch ein Sieg und Hansa sieht wieder Sonne. Oberes Tabellendrittel. Marc Fascher heute beim Training. Ohne Mütze, aber in Gedanken. Denn eigentlich hat es ihm nicht so richtig gefallen in Heidenheim. Fascher will modernes Kurzpassspiel. Und was machen seine Jungs? Ganz lange Dinger und gewinnen auch noch. Aber das war nicht wirklich so unser Credo, wie wir es letztendlich knacken wollten, wie wir Heidenheim knacken wollten. Aber wenn es so passiert, habe ich natürlich auch nichts dagegen. Blenden wir jetzt noch zurück, um die Sache mit der Mütze zu klären. Interview mit Herrn Fascher 2 Tage vor dem Spiel in Heidenheim. Alles läuft gut, bis plötzlich der Kameramann eingreift. Meine Welle da vorne, oder was? Die Welle rein. Ja, also, die ist cool. Das wäre was. Die ist cool. Ja, ich werde mal gucken, ob ich noch eine besorgen kann. Ja, die ist cool. Wir konnten. Deswegen hier die Boxermütze, damit nach Siegen nichts mehr rumfliegt im Interview.